Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Amnesia, the Dark Descent. So, damit herzlich willkommen zu Hard Me Gaming. Ich bin Tagosu und ich spiele Amnesia The Dark Descent, wie eben schon gesagt. Das ist vom Entwickler Frictional Games, im September 2010 rausgekommen, falls einen interessiert. Ich glaube eher nicht, aber das ist ja egal. Ich spiele das völlig blind. Ich habe zwar früher mal die Demo gespielt, aber das ist jetzt schon etwas länger her und ich erinnere mich da jetzt nicht an jedes Detail. Und so lange war es ja auch nicht. Außerdem ist das jetzt mein erstes Let's Play. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und nehmt mich jetzt nicht so hart an hier. So. Ja. Legen wir erstmal los. Alte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Zu bewegen. Achso, ja gut. Das habe ich eben schon gemacht. Das ist die Steuerung. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Ziemlich realitätsnah. So, nehmen wir mal hier die Zunderbox auf. Kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung entzünden. Die aktuelle Anzahl der Zundebüchsen ist im Bestand angezeigt. Tabulator. Ah. Oh, hier sehen wir körperlicher Zustand. Alles ist gut. Geistiger Zustand. Klar, ist klar. Und eine Zunderbüchse. Hey. Was haben wir hier? Ah, hier. Die Kerzenständer können wir jetzt entfachen. Ich tue es mal nicht. Ich spare mir die lieber ein bisschen auf. Mal weiter. Oh Gott. Ja, am Anfang wurde uns jetzt noch gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es so schnell lesen konntet, dass man mit J das Journal aufrufen kann. Das mache ich mal eben. Hier sieht man jetzt Notizen. Wo wir, da haben wir jetzt noch keine Tagebücher. Auch noch nichts. Und hier sieht man dann die ganzen Missionsziele, was man so zu tun hat. Folge der Spur, der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Damit ist wahrscheinlich diese Flüssigkeit gemeint. Wir haben uns da ja vorhin voll hingepackt. Aus welchem Grund auch immer. Aber das wollen wir jetzt herausfinden, höchstwahrscheinlich. Beim Greifen eines Objektes drück rechte Maustaste, um es zu werfen. Halte R gedrückt und bewege die Maus, um das Objekt zu drehen. Ui. Ui. Oh, oh. Das war nicht die rechte Maustaste, da habe ich es einfach mal losgelassen. Gott, ich habe alles in diesen Schränken. Thank you.
anscheinend spielt das ja alles in der alten Burg. Oh Gott, da hört man Schritte. Legen muss. Oh, ich hab Angst, ich lebe hier auf dem Boden. Lass ihn machen. Oh Gott. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ist hier was drin? Aber verstecken kann man sich auch nicht drin. Rüstung. Zunderbüchse wieder. Und hier führt noch immer die Spur lang. Aber erstmal umgucken, vielleicht findet man ja noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Hat doch nichts mehr. Auch nichts drin. Gehen wir einfach mal weiter. Die Flüssigkeit ist hier runtergetropft. Alter, ich. Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann wieder verbessert werden, wenn du Rätsel löst und weiter vorankommst. Oh Gott, ja, mein geistiger Zustand ist gar nicht so super. Oh Gott, oh Gott. Da krabbelt ja alles. Ich will hier raus. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Hier ist eine Lichtquelle schon mal. Ja. Oh Gott. Wow. Laterne. Du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand entzünden. F. Hey. Was gibt's hier noch? Eine Truhe. Hey. Guck die auf. Vorne nicht noch was. Nein, sieht nicht so aus. Hier ist eine Sackgasse. Erdbeben oder was? Mann, Mann, Mann. Hier schön am warmen Feuer. Oh, kann man so aufmachen, die Tür. Mensch, Mensch. Gott. Diese Geräusche.
dass die Kamera doch immer hinziehen muss. Aufnahmeöl. So, da liegt ein Zettel auf dem Tisch. Den gucke ich mir gleich mal an. Lass mich mal umgucken. Was ist das hier? Irgendwelche Glassplitter. Okay. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Aha, haben wir den gleich mitgenommen, Zettel. So, er hat jetzt irgendwas getrunken, womit er alles vergessen hat. Ja, ein dunkler Schatten verfolgt uns. Das haben wir schon gemerkt. Und wir sollen einen gewissen Alexander töten, der irgendwie alt und schwach im Sanktum irgendwo sich aufhält. Keine Ahnung, wo das jetzt wieder sein soll. Aber da finden wir bestimmt noch hin. So. Wo müssen wir denn jetzt lang? Wieder zurück. Was übersehen. Ah, Sprint kann auch. Ganz normal mit Shift. Ah. Nee. Nein, stopp. Eigene Dummheit. Was sagt das Journal? Oh, gar nichts. Das ist ja interessant. Hilft das Spiel uns ja richtig weiter hier. Ah. Dass man das alles in so einem Gang findet. Hm. Das Zimmer kenne ich. Das lässt sich nicht bewegen. Dann müssen wir doch woanders lang. Es ist kein Öl mehr in der Laterne. Du brauchst Öl, um die Laterne wieder zu entzünden. Ja. Dann lass ich mal ein bisschen Öl finden. Dann würde ich dich wieder entzünden. Mensch. Na gut. Dann stoppe ich erstmal hier. Wir sehen uns im nächsten Part.